Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, heute mal eine ganz spezielle Episode und zwar gibt es heute von mir ein Q&A. Gibt es ja eigentlich gar nicht so oft auf meinem Kanal und ich dachte, weil heute Weihnachten ist, nutze ich das einfach mal aus und mache mal ein Frage-Antwort-Video. Ich habe euch dafür auf Twitter Fragen gestellt und werde die jetzt einfach mal beantworten. Die erste Frage kommt von Flo von JamFM und er fragt mich, was ich von der Kombination iPhone 7 und Apple Watch halte. Persönlich muss ich dazu sagen, finde ich eigentlich diese Kombination ganz cool. Die Apple Watch passt eigentlich ziemlich gut mit dem iPhone 7 zusammen. Das Ganze harmoniert super. Im Allgemeinen, wie das halt so beim Apple-Kosmos typisch ist, auch jetzt bei den neuen EarPods und so weiter, also alle Apple-Produkte funktionieren gut zusammen. Ebenso auch das iPhone 7 und die Apple Watch. Also man kann es auf jeden Fall, wenn man dieses Zusammenspiel mag, empfehlen. Persönlich würde ich aber nicht diese paar tausend Euro in die Hand nehmen, um mir ein Handy und eine Uhr zu holen, die miteinander kommunizieren können. Da gibt es deutlich günstigere Methoden, um so eine Kombination hinzubekommen. Vielleicht nicht so perfekt wie bei Apple, aber zumindest annähernd so gut für einen viel geringeren Preis. Die nächste Frage kommt von Lala und sie fragt mich, was meine Lieblingsfarbe ist. Ja, das ist jetzt zwar nichts Technisches, aber meine Lieblingsfarbe ist, ich würde sagen, blau. Flo fragt außerdem, was ich von dem Amazon Echo halte. Ja, persönlich habe ich mich damit nicht so krass wie auseinandergesetzt, habe es zwar schon mal gesehen, mir die Berichte durchgelesen und so, was es alles kann, aber ich bin da eher kritisch dem Ganzen gegenüber. Es hat natürlich viele Vorteile, so ein smartes Home-System zu haben, dass man eben fragen kann, wie das Wetter ist und darauf eine Antwort bekommen. Ich würde aber dafür nicht so viel Geld ausgeben, weil dafür sind die Funktionen dann doch nicht wichtig genug. Und außerdem gibt es Möglichkeiten, das Ganze mit einem Raspberry Pi nachzubauen, wo die Preise halt wesentlich günstiger sind. Was ich eben auch noch problematisch finde, ist, dass man viele Daten an den Konzern Amazon gibt. Und deswegen mag ich es einfach nicht, mir quasi Mikrofon mitten in mein Wohnzimmer zu stellen, wo alle Gespräche mitgeschnitten werden könnten. Vielleicht klingt das Ganze ein bisschen überdimensioniert von mir, aber theoretisch wäre das Ganze natürlich möglich. Dementsprechend würde ich eine Lösung präferieren, wie zum Beispiel von einem Raspberry, wo ich eben die komplette Kontrolle über meine eigenen Daten habe und den Raspberry vielleicht auch gar nicht erst so richtig ans Internet anschließen muss, um eben nicht alle Daten freizugeben. Die vierte Frage setzt sich zusammen aus einer Frage von Lala und Flo. Die fragen nämlich, ob man sich vielleicht irgendwann demnächst mal wieder sieht. Und ja, eigentlich ist das kein Problem. Wenn man mich antreffen will, wie Flo auch schon gut bemerkt hat, kann man eigentlich immer mitgehen, wenn ich mal im Bootshaus bin. Also falls ihr da auch mal Lust drauf habt, schaut einfach immer auf Twitter vorbei. Ich poste das meistens auch noch auf Facebook, wenn ich mal im Bootshaus bin. Ab nächsten Jahr wahrscheinlich wieder öfter und dann, ja, kann man da mal zusammen feiern. So, die fünfte und letzte Frage habe ich auf YouTube erhalten. Ich kann mich jetzt nicht mehr genau erinnern, wer es war, aber ich wurde gefragt, und das kam auch schon deutlich öfter vor, warum ich keine Hintergrundmusik verwende. Viele andere verwenden eben während ihrer Videos Musik, die sie im Hintergrund so ein bisschen laufen lassen. Ich habe mich allerdings dagegen entschieden, weil ich es irgendwie nie geschafft habe, so ein Lied zu finden, was perfekt so reingepasst hat. Für mich war es immer so, dass die Musik irgendwie störend war. Mal war sie zu laut, mal war sie zu leise, mal war das irgendwie von der Musikart her irgendwie nicht passend. Ja, und dadurch, dass ich das irgendwie nie so gebacken gekriegt habe, dass ich gedacht habe, das könnte man so veröffentlichen, habe ich die Musik meistens eben dann einfach rausgenommen und nur in Szenen verwendet, wo ich wirklich überhaupt nicht geredet habe. Da ging das dann meistens sogar noch. Aber ansonsten, ja, war ich da immer relativ unzufrieden mit. Deswegen, ja, kam das eben nie. Gut, und dann war es auch von diesem ganz kurzen Frage- und Antwort-Video. Ich wollte nur eben 5 Fragen machen. Jetzt noch eine ganz kurze Info an euch. Und zwar werde ich wahrscheinlich den Vlog-Kanal nochmal revolutionieren für, ja, ab Mitte nächster Woche wahrscheinlich. Also ihr werdet wahrscheinlich während den Weihnachtstagen auch ein wenig mehr Zeit haben. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr da gerne mal vorbeischauen. Ich verlinke euch den natürlich hier oben. Und ja, ansonsten würde ich sagen, genießt noch eure Weihnachtstage. Wir sehen uns am Mittwoch wieder um 16.30 Uhr, wie immer. Falls ihr nichts mehr verpassen wollt, klickt auf Abonnieren. Und hier kommen wir zum letzten Video, hier zu einem, was extra für euch angepasst ist. Bis nächste Woche. Haut rein und ciao.